da auch Bundesliga? Oder? Bundesliga, ja. Wir waren dreimal oder viermal deutscher Meister. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft. Ja. Schönen Gecko ihr habt. Vorstellen. Ja. Alisa? Nee, mein Name ist Sarah. Und du? Mein Name ist Dieter. Dieter? Iris. Felix. Dann wisst ihr in der Zukunft, wie ihr geheißen habt, wenn ihr das Video anschaut. Wisst ihr unsere Nachfahren? Ihr kriegt dann auch eine E-Mail, dann könnt ihr was auch immer euch kontaktieren. Ausgeschlafen? Ja, mehr oder weniger. Wollt ihr euch auch mal vorstellen mit dem Namen? Dann könnt ihr euch erinnern an die Namen. Wie heißt du? Herbert. Herbert. Und du? Birgit. Birgit, du? Christian. Christian und? Julia. Julia. Romeo und Julia. Ja. Ja. Kann sich doch eh keiner merken. Seid mal ehrlich. Also, bei mir ist es zumindest schwierig mit dem Merken, weil ich vergesse sogar manchmal meinen eigenen Namen. Und meine Kinder verwechseln ist sowieso laufen. Was denn? Ein Hemd oder was? Hose. Seidenhose? Ha? Seidenhose? Ja. Wieso so? Was das? Ich komme nur nach Waffel oder was? Ich habe jetzt nicht genau auf. Ein Band? Denn ich habe das nicht. Das Lade aber lange noch am Strand da. Na, doch, das weiß ich noch. Das da, guck mal, das sind gar nicht. Also das ist der letzte Strand, bevor man die Insel verlässt. Ah. Glassandstrand übersetzt. Ja. Jetzt sind wir gerade am letzten Strand, bevor wir die Insel verlassen. Das Wasser ist ziemlich aufgewühlt, also zum Schwimmen ungeeignet. Will jemand schwimmen gehen? Nee. Da seufzt er ab heute. Schau mal, wie lang der Strand ist. Ja, der ist. Schön, ne? Nani Nungroi Bab Samlo. So, ein bisschen frisches Obst kaufen. Na? Frisches Obst. Gut. Rambutan und Anialai. Longkong. Longkong. Nunglo. Nani Samlo Hasi. Okay, Samlo. 3 Kilogramm 50 Baht und 3 Kilogramm 100 Baht. Das ist jetzt Hauptschein. Dr. Markham. Das ist jetzt gerade alles in der Saison gesorgt. Wanne? Wann. Aloy, ne? Aloy.
direkt vom Bauern, also alle dazwischen haben wir ausgeschaltet. Also die kleinen, die heißen Longkong. Die kleinen heißen Longkong. Ja, und die roten, das sind Rambutan, die mit den Haaren. Und es ist momentan alles in der Saison, also günstig. Wenn es nicht in der Saison ist, dann kosten die bis zu 100, 150 Baht das Kilo manchmal. Momentan. Ist eine Regenzeit oder was wollt ihr uns sagen? Ja, jetzt ist halt gerade für das Hauptsaison. Ne? Und Mango ist jetzt wieder teurer, aber die sind günstig, die sind jetzt gerade in der Peak Season. Also diese Rambutan kosten jetzt 3 Kilo, haben jetzt gekostet 100 Baht. Und die da haben 3 Kilo 50 Baht gekostet, die du gerade in der Hand hast. Teuer, ne? Aber wie gesagt, es ist nur eine kurze Zeit, wo die so billig sind, danach werden die wieder... Wenn die dann hergeholt sind, wenn die nicht hier... Ja, die wachsen immer, das ganze Jahr, aber es gibt halt eine Hochsaison, genau. Die Bananen in Deutschland. Bei ihm, wo wohnst du? Wo gibt es die Bananen? So ein Bananenstaudel. Gibt es dort zu Hause in Rüsselsheim? Rüsselsheim, Bananenrepublik. Ja. Ich weiß ihn ins Wasser. Zwei Zeugen dabei. Schmeißen halt schon rein. Der kam auch von der Seite irgendwie. Ja, ja. Die Schilder hätten sie sparen können irgendwie. Also wir sind jetzt hier an einem Strand in Phang Nga. Also wir sind hier an einem Strand in Phang Nga, wie man sieht. Sind wir ganz alleine hier. Es ist in der Nähe vom James Bond Felsen. Also auch hier gibt es noch Plätze, wo man eigentlich im Prinzip alleine unterwegs ist. Also man kann schon dem Massentourismus so einigermaßen noch ausweichen, aber natürlich nicht ganz. Wunderschönes Wetter haben wir wieder. Wir haben eigentlich gedacht, es regnet euch, aber passt. Für die Regenzeit nicht so schlecht. Ah, so ein, ne? Die ist gerade ohne Gehäuse, also nicht gerade so hundertprozentig wasserdicht. Ja, mit Brille ist natürlich cooler. Aber da machen die nichts. Nee, er muss ja das nicht. Das ist nicht wie in der Türkei, dass genau, du da darfst du ja nicht. Hier sind sie schon noch ein bisschen
Die tun Löcher bohren überall im Meer und du bringst ein paar Muscheln mit und dann bist du Schwerverbrecher. Ja, ja. Ja, Mann, was soll das? Lass ihn mal das Spalier stehen. Ja. Jetzt so. Schau mal, ob die Fingernägel sauber sind, Handkontrolle, aber alles okay. Ja. Bei so einem General, ne, da kann man sich ja mal rumkommandieren lassen. Ja, ja, da war Kawasser da. Oh, oh, oh. Felsen hier, ne? Da liegt sich's gut, oder? Da möchtest du jetzt auch gern liegen, gell? Ja. Hallo! Dann machen wir ein Schild drauf, bei Elfen nicht zu empfehlen. Ich dachte, das ist mal meine Chance gewesen. Nee, hat sich versorgt. Bei Flut das nächste Mal. Völlig einfach Karoin. Du bist schon länger da war. Nee, da hätte ich schon viel mehr Chancen. Hast du mein Gott. Ich möchte gerne, dass du da oben mit dem Namen kannst. Da oben. Ja, da oben. Rein und raus, das ist wie mit dem Boot. Ja, was ist mit dem Heiratsantrag? Ja, was ist jetzt hier? Das ist nichts. Mit dem Heiratsantrag. Die ist gut nach da, gut nach da. Wenn wir fortgehen oder was? Ja, aber muss das Wasser ja hoch sein. Ja, ja.
wollte sie erschrecken, hat nicht funktioniert. Aber du, klar, du hast ja lange Sport gemacht. Ja,